Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich hoffe sehr, dass ihr ein schönes Pfingst Wochenende hattet. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Wir starten heute mit einer freien und offenen Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir hier reden wollt in dieser Live-Sendung, dann meldet euch unter unserer bekannten und kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Ich bin gespannt auf eure Themen, eure Anrufe. Ich begrüße jetzt als erstes sehr herzlich die Edith. Und die Edith ist 34 Jahre alt. Guten Morgen, Edith. Ja, guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Um was geht's denn bei dir? Es geht darum, dass ich das Gefühl habe, dass mein Mann mich betrügt. Oh. Ja. Woraus resultiert das Gefühl? Also ich muss dazu sagen, wir sind jetzt seit 15 Jahren zusammen und seit 4 Jahren verheiratet. Mhm. Und klar, man hatte immer Aufs und Abs in der Ehe und eine Beziehung, so, aber das fing so vor 3-4 Monaten an, also beziehungsweise im Oktober, November letzten Jahres, dass er immer mehr weggegangen ist und auf einmal angefangen hat, auf die Sonnenbank zu gehen und sich neue Klamotten gekauft hat. Immer verräterische Zeichen. Verräterische Zeichen, richtig. Ne? Und er ist geschäftlich auch viel unterwegs. Mhm. Und damals sagte meine Mutter mir, hör mal, der hat eine andere. Da habe ich gesagt, hör mal, du spinnst. So, und wir haben im Hause meiner Eltern damals gewohnt. Habt ihr Kinder übrigens? Nein, haben wir nicht. So, und wir sind jetzt im Februar umgezogen. Und ja, da ging es eigentlich richtig los. Also, dass er auf einmal nachts nicht nach Hause gekommen ist. Hast du ihn gefragt, warum? Ja, er sagte, also klar, wir haben dann Diskussionen geführt und alles. Und er sagte, er bräuchte eben halt seinen Freiraum. Ich muss sagen, er hat vor 1,5 Jahren die Stelle gewechselt und hat eben halt auch Leute in seinem Alter kennengelernt. Mhm. Und wie alt ist er denn? Der ist 2 Jahre jünger, ja. Der ist 32. Ja. Und hat neue Leute kennengelernt, ist eben halt sehr oft unterwegs und sie würden eben halt in Diskus gehen und keine Ahnung, er bräuchte seinen Freiraum momentan und es würde eben halt so eine Phase sein. Mhm. Und gut, die erste Zeit habe ich es auch geglaubt, aber nachher hat sich das immer mehr gehäuft, dass wir dann eben halt nur noch diskutiert und gestritten haben, weil er dann eben gar nicht nach Hause gekommen ist. Er ist gar nicht, also immer wieder nicht nach Hause gekommen. Also und er hat immer wieder nur gesagt, ich brauche meinen Freiraum. Richtig. Und weiter hat er nicht. Wo war er denn dann nachts? Angeblich in irgendwelchen Diskos, Bistros oder ja. Wie, da schläft man ja nicht. Bitte? Da schläft man ja nicht. Ja. Wann kam er denn da nach Hause? Morgens um 6 oder erst? Morgens, ja, um 8 Uhr, 9 Uhr. Ach so, manchmal auch gar nicht. Also ein paar Mal ist es vorgekommen, dass er gar nicht nach Hause gekommen ist. Wie ist denn der aktuelle Stand heute? Der aktuelle Stand heute ist einfach so, dass er, also wir hatten dann eben halt diskutiert und er sagte, er würde vielleicht für ein paar Wochen irgendwie sich ein Zimmer mieten, ein möbliertes, um eben halt Abstand, weil natürlich, ich muss sagen, ich bin ziemlich labil und ich bin dann auch sehr, ich werde dann irgendwann auch hysterisch. Ich fange an zu heulen und zu klammern, da muss ich ganz ehrlich zugeben. Moment. Also wenn man schon sagt, ich überlege mir ein Zimmer zu nehmen, dann schrillen aber alle Alarmglocken bei mir. Hat er sich ein Zimmer genommen? Ich bin Samstag von der Arbeit nach Hause gekommen und es waren seine Sachen weg. Ich habe den Koffer gepackt und seine Sachen waren weg. Ach. Und jetzt vergangenen Samstag? Jetzt am Samstag. Er war weg. Genau. Ich gehe immer davon aus, dass er ein Mobiltelefon hat und du hast versucht, ihn anzurufen. Genau, ich versucht habe, ihn anzurufen und habe ihm SMS geschrieben, aber keine Reaktion. Du weißt bis heute nicht, wo er ist? Doch, ich habe heute mit ihm telefoniert. Ich weiß nämlich, dass mein Mann ab heute ins Krankenhaus gehen muss, weil er eben halt wurde Diabetes festgestellt vor ein paar Wochen und dass seine Werte so schlecht sind, muss er eben halt eingestellt werden. Und ich weiß, dass er heute ins Krankenhaus ist. Ich wusste noch nicht mal, in welchem Krankenhaus. Ist das ein ambulanter? Stationär. Ach so. Ich wusste noch nicht mal, in welchem Krankenhaus. Habe mich dann eben halt heute hingesetzt und ich weiß nicht, zig Krankenhäuser angerufen. Ja, hast du ihn gefunden? Ich habe ihn gefunden, ja. Und mit ihm geredet? Und ich habe auch heute Abend mit ihm geredet. Er hat mich angerufen.
Achso, du bist nicht in das Krankenhaus gefahren? Ich bin nicht in das Krankenhaus gefahren. Also ich habe mit mir gekämpft. Achso, dann hat er von sich aus dich angerufen. Ja, ich habe ihn, was heißt von sich aus? Ich habe ihn, muss ich ganz ehrlich sagen, die ersten zwei Tage zubombardiert mit SMS. Was stand denn da in den SMS so drin? Ja, dass er sich eben halt bitte melden soll, dass ich Verständnis noch habe, wenn er ein paar Tage Abstand braucht. Aber es ist eben halt, finde ich, die größte Sauerei, einfach die Sachen zu packen und zu gehen. Zumal er mir noch ein paar Tage vorher gesagt hat, eins würde ich nie tun, einfach meine Sachen packen und gehen, weil ich weiß, wie sehr ich damit wehtun würde. Ich schwöre, so ein Arschloch bin ich nicht. Was hat er nun heute in dem Gespräch gesagt? Ich habe mir da ehrlich gesagt mehr drauf erhofft, aber eigentlich das Gleiche wie in den letzten Wochen auch. Dass er möchte eben halt, nachdem er aus dem Krankenhaus raus ist, möchte er in seine möblierte Wohnung gehen, die er angeblich gemietet hat, weil ich ihn gefragt habe, wo er eben halt die letzten Tage verbracht war. Ja. Er sagte zu seiner Schwester, mit der er heute gesprochen hat, er hätte bei einem Kumpel oder Arbeitskollegen geschlafen. Ja. Mir sagte er, er hätte eben halt eine Wohnung sich gemietet. Ja. Ich sag, komm mal, ich bin deine Frau, ich möchte eben halt wissen, wo du bist. Du kannst mir viel erzählen, ich möchte diese Wohnung schwarz auf weiß sehen. Ich werde dich nicht belästigen, aber ich möchte diese Wohnung sehen, dass sie wirklich existiert. Und dann sagte er mir, ja, nee, ich sag, was hast du denn davon? Du bist doch eh im Krankenhaus, ich kann doch wissen, wo die Wohnung ist. Ich hatte nichts davon, dahin zu fahren. Weil ich ja sowieso nicht antreffen werde. Edith. Ja. Du nimmst diesem Mann die Luft zum Atmen. Ja, gut, das mag sein. Das machst du. Ich ergreife gerade Partei für deinen Mann innerlich, merke ich. Ja. Ich merke das. Du bedrängst den ja in einem unglaublichen Ausmaß. Und wahrscheinlich flieht der, weil der dir nicht standhalten kann. Ja, das mag sein. Aber ich möchte einfach die Wahrheit wissen. Ich möchte einfach, dass der mit offenen Karten spielt. Ja, ich meine, Wahrheit ist ja schon, da ist ja schon so viel Wahrheit in seinem Verhalten. Er geht. Er ist einfach gegangen und hat sich eine Wohnung gemietet. Wie viel Wahrheit willst du noch? Das heißt, ich will dich nicht, wahrscheinlich nie mehr. Im Moment auf jeden Fall nicht. Ja, ich verstehe deine Sehnsucht, einen klaren Satz von ihm zu hören. Richtig. Das stünde dir auch zu, da gebe ich dir recht. Aber ich habe die Vermutung, dass er eher vielleicht eine schwächere Persönlichkeit ist als du. Ist das so? Ich weiß nicht, muss ich vielleicht nicht unbedingt sagen. Naja, aber offensichtlich scheint er sich nicht so richtig sich dir entgegensetzen zu können. Ja, das mag ich ja sagen. Ich weiß auch, dass ich manchmal... Denn wenn jemand flieht, warum flieht er? Warum flieht er? Weil es nicht mehr aushält, weil es ihm zu eng wird. Und er geht der Auseinandersetzung aus dem Weg, wahrscheinlich weil er Angst hat vor dir. Ja, aber er hat ja in der ganzen Zeit nie ein offenes Wort gesagt. Ja, das ist seine Charakterstruktur offensichtlich. Ja, nie irgendwie gesagt, was wirklich. Ja, aber weißt du, ich habe gerade auch noch mal kurz mal schnell nachgerechnet. Ihr seid ja auch dann sehr jung zusammengekommen. Ja. Er war 17. Richtig. Und das war wahrscheinlich dann seine erste große Beziehung, natürlich, ja, mit dir. Gut, das ist natürlich wahrscheinlich auch in der Erklärung, dass da vielleicht irgendwann die Luft raus ist. Ja. Das kann man nicht immer mit der Zeit erklären. Es gibt sicher auch Paare, die sehr jung zusammenkommen und auch glücklich sehr lange zusammen sein können. Aber elementar ist hier was kaputt. Ja, natürlich, ist es auch. Lass ihn doch einfach mal in Ruhe. Ja, das ist lass ihn einfach gesagt. Leichter gesagt als getan. Ja, glaube ich. Aber ich meine, der will weg. Mhm. Der muss dir irgendwann mal Klartext reden. Das finde ich schon. Da gibt es auch gar kein Rumreden. Aber im Moment, lass mal ein bisschen los. Ja. Selbst mit der strategischen Überlegung, sofern wir da noch ein bisschen Hoffnung haben, dass das sich nochmal einrenkt, durch das Verhalten machst du es noch mehr kaputt. Mhm. In dem Moment, wo du souverän bist und ihn erstmal in Ruhe lässt und dich zurückziehst, wirst du auch größer und attraktiver wieder für ihn. Mhm. Im Moment bist du nur die Zarrfrau. Natürlich. Die klammert und beißt und ihm den Hals zudrückt. Ja, das ist auch alles richtig. Aber was mich eben halt einfach nervt, ist, dass er nie seinen Mund aufbekommen hat. Dass er innerhalb der Jahre oder jetzt der letzten Monate... Ja, okay, wenn er jetzt sagen würde, pass mal auf, Edith, ich liebe dich nicht mehr, ich will mit dir nicht mehr zusammen sein. Die Liebe ist weg. Ging es dir dann besser? Ich weiß nicht. Also natürlich würde im ersten Moment eine Welt für mich zusammenbrechen, aber ich wüsste wenigstens, wo ich dran bin. Ja, aber ich glaube, du weißt jetzt auch schon, wo du dran bist. Ja. Die Welt ist schon erheblich am Zusammenbrechen, schon eine ganze Weile. Ja. Ja. Das ist so. Nur was mich nervt, ist einfach, dass er nie gesagt hat, was ihn stört oder. Hast du ihn denn diese Frage mal gestellt? Liebst du mich noch? Sehr oft. Und was sagt er dann? Also er sagte, anfangs, klar, wo er es angefangen hat, sagte er wüsste es nicht.
ist einiges kaputt gegangen. Nachher sagte er, natürlich liebe ich dich noch. Klar ist da noch was, immerhin sind wir so lange zusammen. Da kann man nicht von heute auf morgen sagen, nee, da ist nichts mehr. Ja, natürlich ist da noch was. Ja. Aber allein das ist jetzt auch schon wieder eine weitere Antwort für mich. Ja. Wenn der am Anfang beim ersten Mal gesagt hat, er weiß es nicht, das heißt, es ist vorbei. Hm. Wenn jemand wirklich liebt, dann kommt das wie aus der Pistole geschossen. Ja, ich liebe diese Frau. Hm. Es ist nur das und das Problem im Moment, hätte er gesagt. Der will vielleicht, vielleicht ist für ihn eure Liebe wirklich erloschen. Ja. Der hat nicht der hat nicht genug Arsch in der Hose, dass es dir frühzeitig gesagt hat. Ja. Da gebe ich dir recht. Aber durch das Verhalten, was du jetzt an den Tag legst, retten kannst du da sowieso nichts mit. Hm. Du bist verletzt in deiner Eitelkeit. Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Und du bist auch überhaupt als Mensch verletzt. Ja. Was auch verständlich ist, finde ich auch. Vor allen Dingen liebe ich ihn ja auch über alles. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ohne ihn, muss ich ja, ganz ehrlich sagen. Aber das ist immer das Bittere, wenn der andere nicht mehr liebt. Ja. Dann wirst du ihn nicht zur Liebe wieder bringen, indem du zehnmal sagst, dass du ihn liebst. Ja, natürlich. Das ich würde den erstmal ein bisschen, wie lange ist der im Krankenhaus? Ich denke mal so eine Woche bis 10 Tage. Mhm. Lass ihn mal eine Weile in Ruhe. Ja. Lass ihn mal eine Weile in Ruhe. Und dann versuche mal, vielleicht nochmal eine sehr unhysterische SMS zu schicken, dass du nur einmal, um Klarheit zu schaffen, ein Gespräch führen möchtest. Ja, aber das habe ich auch schon oft versucht. Also es ist nicht so, dass ich immer hysterisch bin, ja. Hm. Ich habe eben auch ganz normal versucht, ein Gespräch mit ihm anzufangen und habe gesagt, komm, sag mir doch wirklich einfach, was Sache ist. Hm. Ja, gibt es da eine andere oder gibt es da keine andere? Weil viele Sachen auch dafür sprechen. Ja, weißt du, ich finde das auch gar nicht so relevant, ob es da eine andere gibt. Für mich ist relevant, was der offensichtlich für dich empfindet noch oder nicht, beziehungsweise nicht mehr empfindet. Hm. Ob da noch eine andere, ich vermute fast auch, dass da keine andere Frau ist, dann wäre der vielleicht mutiger. Hm. Da würde er vielleicht mehr, ja, das, aber umso bedrückender muss es für ihn sein, dass er, selbst wenn keine Frau da sein sollte, nehmen wir das mal an, diesen doch für ihn dann riesigen Schritt unternimmt. Hm. Also, ich wiederhole mich nochmal, Edith, ich würde ihn eine Weile mal in Ruhe lassen. Du stehst für dich besser da, wenn du's souveräner löst. Versuch einfach mehr immer wieder dich zu dieser Souveränität zu zwingen. Und gewöhne dich daran, dass da einiges zusammengebrochen ist oder schon alles zusammengebrochen ist. Auf jeden Fall. Ja, das glaube ich, dass es so bitter es klingt, aber man muss es so ausdrücken. Natürlich. Ja. Ja. Wünsche ich dir alles Gute. Ja, danke schön. Das ist natürlich eine schwere Zeit, wenn man so lange zusammen war und von so jungen Jahren an, ist das natürlich ein harter Einschnitt ins Leben. Ja, total. Auf jeden Fall. Alles Gute, gut, alles Liebe. Gleichfalls. Tschüss, Ede, danke schön. So, liebe Leute, 0800 220 50 50, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, völlig egal über was, dann meldet euch oder mailt domian@wdr.de. Lars ist hier, Lars ist 19, schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Lars. Um was geht's? Ja, und zwar folgendes, ich habe seit, also wie soll ich sagen, Entschuldigung. Aufgeregt? Ja, ein bisschen. Ja, quatsch einfach mal los, wir werden es schon hinkriegen. Ja, also seit August bin ich nach Wuppertal gezogen. Mhm. Und zwar, da bin ich auch in der Volkshochschule gegangen, mhm, in Wuppertal. Hast du vorher viel weiter weg gewohnt? In Fährbad, also ungefähr 20 Kilometer entfernt. Ach so, ja, das ist ja nicht weit. Ja, auf jeden Fall. Und da ging ich bei der VHS, war alles noch ziemlich gut, auf jeden Fall. Und dann im März kam dann der tiefe Schlag für mich. Im März? Genau. Im März in diesem Jahr? Genau. Also jetzt vor ein paar Monaten? Genau. Und zwar bin ich am 16. war das oder am 15. Auf jeden Fall, da habe ich ein Praktikum begonnen bei Aral. Mhm. Und stand da auch in der Kasse und habe dann ca. 450 Euro eingesteckt. Also und... Jetzt muss ich mal kurz fragen, bevor ich das vergesse, was hat das mit der VHS zu tun, mit der Volkshochschule? Ja, und zwar, das Praktikum ging ja über die VHS. Ach so. Ja, genau, und da bin ich dann nach 2 Wochen, also ich habe ein Praktikum für 2 Wochen. Und das ist die Kohle gleich mitgehen lassen? Genau. 400 Euro, über 400 Euro? Ja, also es waren ungefähr 450 Euro plus minus. Und dann? Auf jeden Fall, und dann haben die das mitbekommen und es gab dann eine Strafanzeige wegen Diebstahls, mhm, und ich bin auch von der VHS geflogen und jetzt
wird, also wie es momentan aussieht, werde ich auch meine Jugendhilfe verlieren. Also ich bin momentan in betreutes Wohnen. Mhm. Und wird wahrscheinlich jetzt Ende Juni, also spätestens Anfang Juli, wahrscheinlich meine Jugendhilfe verlieren. Jugendhilfe, wie viel Kohle ist das? Aber das weiß ich gar nicht. Also das wird ja vom Jugendamt bezahlt. Achso, welche Konsequenzen hat das für dich, wenn du die Jugendhilfe verlierst? Dass ich wahrscheinlich auf der Straße leben muss. Dass du aus der Wohnung raus, aus dem betreuten Wohnen rausfliegst? Genau. Hm. Was ist denn jetzt aus dieser Strafanzeige geworden? Also die Ermittlungen laufen noch auf Hochtouren. Also ich hatte da jetzt auch schon Termin bei dem Kommissar. Mhm. Und ich habe die Aussage auch gesagt, dass ich das war. Also du hast gleich alles gestanden? Genau. Ja, gut. Ja. Also ich bin da auch hingegangen nochmal zur Reihe und habe mich auch entschuldigt. Habe denen auch das Geld komplett jetzt wieder zurückgezahlt. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das heißt, du hast das Geld noch nicht verbraten gehabt? Doch, das Geld habe ich ja schon verbraten, aber... Aber du hattest noch Geld? Genau. Also irgendwie, als ich das Praktikum am Ende hatte, da hat die Chefin gefragt, wie viel Geld du noch hast. Mhm. Und das waren 110 Euro, die ich dir dann abgegeben habe. Und dann den Rest habe ich dann jeweils in Raten gezahlt. Ach so, und das ist schon abgegolten? Genau. Mhm. Kann man denn da nicht mit den Leuten reden nach dem Motto, jeder macht mal einen Fehler, ich habe das Geld wieder bezahlt? Und ja. Ja, aber bloß bei mir war das damals schon so. Irgendwie habe ich vor ungefähr 3 Jahren, da habe ich auch in einer Außenwohngruppe gewohnt. Mhm. Und ich habe da irgendwie mal quasi bei denen eingebrochen und habe da irgendwie auch mal... Also du hast eine Vorgeschichte. Genau, und irgendwie auch mal schon mal 90 Euro, das war jetzt nicht so viel, aber schon ordentlich. Schöne Scheiße, Lars, was du da machst. Ja, warum hast du dieses Geld da bei dem Praktikum bei Aral genommen? Ich weiß nicht, also irgendwie ist die Sicherung durchgebrannt. Also ich habe mir das einfach gesehen, habe mir da nichts Großartiges bei gedacht und habe das Geld dann einfach mitgenommen. Ja, aber das ist ja, das kannst du mir nicht erzählen, dass du dir dabei nichts denkst, wenn du aus einer Kasse, aus einer fremden Kasse 400 Euro nimmst. Ja. Das kann man doch nicht einfach so machen. Ja. Was hast du denn dann mit dem Geld gemacht? Ja, also ich habe das ausgegeben für irgendwelche anderen Sachen. Was denn für Sachen? Ja, also zum Beispiel jetzt für neue Boxen, so Computerboxen, nagelneue, dann ordentlich mit Kollegen irgendwie davon gegessen und so. Wie sind die dir eigentlich auf die Schliche gekommen? Also es war einmal per Videokamera und ich hatte, das ist denen auch unter anderem aufgefallen wegen der Inventur, und zwar ich habe die Zigaretten nicht ordentlich gemäß verkauft und also nicht richtig eingescannt, quasi die Kasse dann immer aufgemacht, habe mir das dann versucht zu merken, damit die Kasse wenigstens einigermaßen am Abend stimmt. Ja. Wie haben die Leute denn da reagiert, als du das Geld wieder zurückgezahlt hast? Ja, also die Chefin, die war ziemlich schön enttäuscht von mir, weil die hat mir einen Ausbildungsplatz versprochen. Ach, das hatte die dir sogar versprochen? Ja. Als was? Als Kassierer quasi. Ist das ein Ausbildungsberuf? Genau. Ja, ist das, wusste ich nicht. Ah ja. Ja, und ich habe mir das quasi selbst ein Eigentor damit geschossen. Allerdings. Das ist aber schlimm, was du gemacht hast. Ja. Ja, und jetzt weiß ich irgendwie nicht mehr, was ich machen soll, weil ich fühle mich, seitdem ich das gemacht habe, irgendwie total scheiße. Hatte jetzt auch einen April Geburtstag, habe auch nicht richtig gefeiert, weil ich keine Lust dazu hatte. Mhm. Ja, du hast auch allen Grund dazu, die Scheiße zu fühlen. Ja. Da hast du wirklich einen irren Fehler gemacht. Ja, sogar ich bereue das sogar jetzt mal bis heute. Ja. Extrem. Ja. Wird es denn zu einem Verfahren kommen? Oder wie schätzt die Polizei das ein? Ja, also das wird jetzt auf jeden Fall zum Verfahren kommen. Mhm. Das geht jetzt an der Staatsanwaltschaft erstmal. Mhm. Und danach wird weitergeguckt. Mhm. Also was jetzt genau passiert. Und jetzt hängt ja eben noch eine ganze Menge andere Sachen dran, nämlich dass du deine Unterkunft eventuell verlieren könntest. Genau. Wenn das denn soweit sein sollte, soweit kommen sollte. Ja. Also vom Jugendamt habe ich jetzt erstmal die Auflage, dass ich mir jetzt erstmal irgendeinen Job suchen soll. Irgendwie sei es ein Minijob oder so. Mhm. Aber bloß da finde ich momentan überhaupt nichts mehr. Mhm. Also ich habe
auch für eine Ausbildung für August habe ich irgendwie auch schon tausende Bewerbungen abgeschickt und habe bis jetzt nur Absagen bekommen. Mhm. Unter anderem habe ich auch den Einstellungstest vergeigt. Auch nicht so richtig bestanden. Für wen? Für was? Also das war einmal für Saturn. Mhm. Dann für, also als Postzusteller, da habe ich damals auch schon mal versucht, den Test zu machen, da bin ich auch schon durchgefallen. Mhm. Auf jeden Fall, jetzt habe ich es nochmal versucht und da bin ich schon wieder durchgefallen. Also läuft alles ziemlich mies zurzeit. Ja. Ja. Was sagen, du wohnst im betreuen Wohnen. Genau. Das heißt, wie der Name schon sagt, da sind Betreuer. Genau. Was sagen die denn zu dir? Die kennen dich ja noch viel besser. Ja, also die sagen auch das Gleiche. Ja, was sagen die? Was sagen die, was du tun sollst? Ja, also wie genau das Jugendamt. Also die sagen auch, dass ich mir jetzt einen Minijob suchen soll. Ja. Oder irgendwie ein Praktikum von mir, also von denen aus. Ja. Aber irgendwie finde ich da momentan nichts. Wie schätzen die das denn ein mit dem Rausfliegen aus der Wohngruppe? Wie jetzt? Also. Ja, sagen die, dass du wahrscheinlich da rausfliegst oder was sagen die? Also das Jugendamt hat's gesagt. Also wenn ich mich nicht weiter bemühe, dann werde ich auf jeden Fall rausfliegen. Ah, da haben wir ja schon einen Ansatzpunkt. Wenn du dich nicht weiter bemühst, was heißt das? Ja, also wenn ich jetzt irgendwie nicht versuche, ein Praktikum zu finden. Aber das mache ich ja momentan. Oder einen Minijob. Ja. Oder irgendeine Arbeit. Ja, und das tust du ja. Ja, ich versuche ja schon alles Mögliche. Irgendwie zum Beispiel jetzt gestern habe ich heute habe ich diversen Zeitungen angerufen, also aus den Stellenmarktanzeigen Zeitungen angerufen und ich habe da nur Absagen bekommen. Ist sicherlich eine bittere Sache und auch eine ausgesprochen mühselige Sache. Ja. Aber es bleibt ja überhaupt gar nichts anderes übrig, als das genau das im Moment zu machen, Lars. Und wenn du 10 Stunden am Tag damit beschäftigt bist im Moment, du hast ja sonst nichts zu tun. Nee. So, dich um einen Job zu bemühen. Ja. Wenn das die Chance ist, dass du erstmal da wohnen bleiben kannst, wie lange kann man in einem betreuten Wohnen eigentlich wohnen? Bis zu welchem Alter? Also bei mir haben sie damals eine Ausnahme gemacht. Also eigentlich nur von 16 bis 18. Aha, das ist sowieso schon knapp bei dir und genau. Grenzwertig. Das heißt, über kurz oder lang musst du eh auf eigene Füße kommen. Ja. Mhm. Aber die würden dir unter Umständen, wenn die sehen, dass du dich bemühst, dir noch eine kleine Chance geben. Genau, also quasi würden mir helfen bei einer Wohnungssuche. So. Die würden die Wohnung bezahlen. Mhm. Jetzt pass mal auf, Lars. Ich finde das natürlich auch absolut mega scheiße. Darüber müssen wir nicht reden, was du gemacht hast. Ja. Da hast du dir sehr, sehr viel versaut und sehr viel kaputt gemacht. Ja. Ganz schlimm kaputt gemacht. Nun kann man einen Fehler machen und sich sein Leben lang die Wunden lecken und darüber jammern. Mhm. Du bist sehr jung noch. Ja. Das heißt, du hast eine verdammt gute Chance, nochmal neu anzufangen. Mhm. Und das musst du jetzt auch tun. Und wenn das noch so nervig und bitter und... Ja, aber bloß ich weiß nicht mehr wie. Also ich habe schon alles versucht. Dann versuch es nochmal oder dann geh noch in einen größeren Radius um. Im Wuppertal wohnst du jetzt, ne? Genau. So, dann gehst du noch in ein größeres Umfeld mit der Suche. Ja. Ich bin sicher, ich bin wirklich sicher, wenn du das wirklich willst und wenn du zäh dabei bleibst, schaffst du das. Und ziehe die Lehre aus all diesem, aus der Misere, in die du jetzt geraten bist, dass du nie und nie und nie mehr irgendwo was nimmst und klaust. Ja. Denn erfährst es ja im Moment, wie du musst es ausbaden und du machst dir dein Leben damit kaputt. Wenn das jetzt nicht passiert wäre, hättest du eine Ausbildungsstelle da in der Tankstelle. Ja, und vor allen Dingen, ich hätte da auch noch gut verdient. So, so. Aber das ist nun gelaufen. Ja. Jetzt musst du nach vorne gucken. Wie viele Stunden am Tag bist du damit beschäftigt, zu suchen? Also ich stehe momentan so gegen 8, 9 auf. Ja. Und beschäftige mich da, also kommt drauf an. Also meistens so bis 3, 4 Uhr, vielleicht auch später, vielleicht auch früher. Mhm. So, dann muss das einfach verlängert werden auf 18 bis 19 Uhr. Ich sag das mal so ganz, ganz ja. Rabiat jetzt. Indem du dich schriftlich bewirbst, indem du vielleicht auch irgendwo vorbeigehst und dich vorstellst, zieh alle Register, die man ziehen kann, damit du denen vom Jugendamt eben auch sagst und zeigst, hier, ich will. Und dann helfen die dir auch wieder ein bisschen weiter. Und dann kann vielleicht das eine wieder das andere geben. Mhm.
Also, was jetzt nicht passieren darf, Lars, ist, dass du aufgrund des Bockmists, den du gebaut hast, jetzt den Kopf hängen lässt. Denn dann gehst du unter. Ja, na, ich will das auch nicht. Also zum Beispiel, ich will jetzt auch irgendwie nicht von Hartz IV oder von Hartz II so. Zwei leben, weil also es war schon mal ein größer Wunsch, irgendwie auf jeden Fall selbstständig. Und das wirst du auch schaffen. Das wirst du schaffen. Wenn du das willst, schaffst du das. Ja. Wenn du es willst, schaffst du es. Jetzt möchte ich auch nochmal, damit du so ein bisschen aufbauend, noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst, mit Simone. Einverstanden? Okay. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück und drück die Daumen, dass du was findest. Danke. Du legst auf und Simone ruft dich an. Alles klar. Alles Gute, hau rein, mein Lieber. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit Thorsten. Thorsten ist 38. Guten Morgen. Moin, Domian. Thorsten, ja. Thorsten, schön, dass du da bist. Ja, grüße. Um was geht's denn bei dir? Bei mir geht's um, ich habe sehr angeregt deinen beiden Vorrednern zugehört und ich habe ein anderes Thema am Start und ich habe meine Frau verloren vor 4 Wochen, am 14. Februar, 3 Monate. Und habe sie 1,5 Jahre aufgrund ihrer Diagnose. Also sie ist gestorben? Ja, sie ist verstorben. Mhm. Einfach mitten im Leben ist sie verstorben. Ich bin 38, genau wie du gerade schon sagtest. Und sie ist noch keine 38 gewesen, mhm. 37 gewesen. Und, hatte sie einen Unfall oder eine schwere Krankheit? Eine schwere Krankheit, Krebskrankheit und... Krebs? Krebs. Mhm. Was für ein Krebs? Bitte? Was für ein Krebs? Kann nicht diagnostiziert werden, ob das aus der Gebärmutter Eierstockkrebs ist. Mhm. Und das kam so aus dem heiteren Himmel für uns beide. Und wann gab es denn die ersten Anzeichen? Wann wusste man, es ist Krebs? Das gab es 2006. 2006? November 2006, Oktober 2006. Und was wurde so therapeutisch alles getan? Da wurde viel getan. Da wurde operativ was entfernt und da wurde therapeutisch Chemotherapie im Vorgang, im Nachgang was gemacht. Es gab eine tolle Zeit danach. Sie hat sich erholt nach dieser Diagnose und hat das angenommen. Man hat gekämpft und tolle Zeit gehabt danach auch. Für ein knappes halbes Jahr. Ja. Das heißt so, das letzte halbe oder dreiviertel Jahr war sehr schlimm. Das letzte halbe Jahr war im Nachhinein, waren die letzten, von der Diagnose her, waren die letzten 1,5 Jahre sehr schlimm. Mhm. Weil man das angenommen hat, man hat gekämpft und getan und gemacht und hat sie in den letzten Perspektive gesehen. Man hat eine Perspektive gesehen. Ach so, okay. man hatte die Hoffnung, dass sie den Krebs besiegen. Genau. Ach so. Ja, ach so. Die hatte man gehabt. Wann gab es denn den endgültigen Rückschlag dann, wo man wusste, es geht nicht mehr? Im November 2007 gab es den, wo es Metastasen in der Leber gab und dann hat man nochmal angegriffen und... Ja. Ist deine Frau... habt ihr übrigens Kinder? Haben wir nicht, nee. Habt ihr nicht. Ist deine Frau zu Hause bei dir gestorben? Sie ist zu Hause bei mir gestorben, ja. Du warst dabei? Ich war dabei. Mhm. Warst du alleine mit ihr in dem Moment? Ich war in dem Moment mit ihr alleine. Mhm. Wie hast du das in Erinnerung? Positiv. War sie bei bewusst? Also als Glücksgefühl auch. Als Glücksgefühl? Ja. Beschreib das mal, erklär es mal. Dass sie, wir haben uns zwar ein bisschen über den Tod unterhalten auch. Mhm. Und sie wollte nicht mehr ins Krankenhaus gehen, sie wollte zu Hause sterben. Und wir haben aufgrund einer Therapeutin einen Tritt in den Arsch bekommen, dass wir uns über den Tod auch unterhalten. Wir haben uns auch mal über den Tod unterhalten, aber... Man wollte sich immer gegenseitig schonen auch und sich nicht gegenseitig wehtun und alles ein bisschen... Aber das habt ihr dann getan, ihr habt euch über den Tod unterhalten. Nee, wir haben uns über den Tod unterhalten, aber leider war uns beiden bewusst, dass das sehr schnell geht jetzt auch. Hatte sie große Angst?
Also mein Gefühl, was ich habe, also ich hatte große Angst davor, und aber das Gefühl, was meine Frau hatte, glaube ich, nicht so eine große Angst, wie ich das hatte. Mhm. Und aber wenn ihr euch so über den Tod unterhalten habt, wie hat sie denn dann ihren bevorstehenden Tod gesehen? Sie hat ihren bestehenden Tod so gesehen, dass sie das artikulieren konnte, wie sie verabschiedet werden wollte. Mhm. Was Blumenschmuck angeht, was Musik auf einer Trauerfeier angeht. Mhm. Und was waren das für Wünsche? Welche Blumen, welche Musik? Das waren, was den Blumenschmuck angeht, war das Nelken und Sonnenblumen. Und was den Musikwunsch angeht, war es Yesterday und Niemals geht man so ganz von Trude Herr, genau. Mhm. Das waren ihre geäußerten Wünsche. Mhm. Und das habt ihr ihr dann auch so erfüllt? Das habt ihr ihr so erfüllt. Also das haben wir ihr so erfüllt, aber die katholische Kirche hat da auch ein Stück weit einen Stein ins Brett geworfen. Warum? Gute Frage. Warum? Also was heißt die katholische Kirche? Der Geistliche, der sie beerdigt? In dem Fall der Verantwortliche für die Trauerfeier. Und wieso hat der euch da Schwierigkeiten gemacht? Weil er sich nicht interessiert hat für den Menschen, der verabschiedet werden soll. Was heißt das konkret? Das heißt, den hat das nicht interessiert. Der wollte nur den Namen wissen, Geburtsdatum, Sterbedatum wissen und das war's. Das heißt, er hat nicht gesprochen? Er hat gar nicht gesprochen. Er hat gar nicht gesprochen? Nee, das hab ich übernommen. Das hast du übernommen, ach so. Mhm. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, weil das war mir, wo ich dachte, ich muss, das ist... Wie viele Leute waren denn da? Ein paar. Was, eine Hauswahl? Naja, so 10 oder... 100. Bitte? 100 Leute. 100 Leute? Ja, 80, 90 Leute. Oh, sagst du ein Paar? Also ja, okay. Ja, was ist ein Paar? Der eine versteht doch ein Paar sowas und der andere... Okay, also recht viele Leute. Jetzt erklär mir nochmal, ja. wenn der Geistliche selbst nicht gesprochen hat, inwiefern hat er euch irgendwie die ganze Veranstaltung erschwert oder sogar kaputt gemacht? Der hat sie nur kaputt gemacht. Warum? Weil er eigentlich, ich habe das, die Trauer oder die Gemeinde ausgesucht, wo meine Frau ihre Trauerfeier bekommen soll, habe ich ausgesucht, weil sie in dieser Gemeinde getauft worden ist. Mhm. Und das war mein Punkt, wo ich gesagt habe, dann wird auch deine Verabschiedung da sein. Okay. Wir sind irgendwann mal irgendwo weggezogen aus dieser Gemeinde und wir sind irgendwann mal wieder zurückgekommen. Mhm. Und ich habe mich dann mit diesem Pastor, Pfarrer getroffen und er war sehr anteilsnahmlos an dieser ganzen Trauerfeier. Das fand ich sehr, weiß nicht, ob das damit zu tun hat. Aber er hat jetzt, nicht, dass wir es falsch verstehen, er hat nicht die Trauerfeier in irgendeiner Form behindert. Nee, hat er nicht behindert. Das heißt, ihr konntet die Blumen so schmücken, ihr konntet auch die Musik so spielen. Das ist recht, er hat sie nicht behindert. Nee. Mhm. Er hat in meinen Augen nicht, aber das ist recht, er hat sie nicht behindert. Was ja schon mal sehr wichtig ist. Du hättest dir... Du hättest auch behindern können, aber er hat sie... Ja, du hättest dir mehr Mitgefühl und mehr Anteilnahme erwünscht. Auf jeden Fall. Ja. Hätte ich mehr. Mhm. Weil das ist... meine Frau ist donnerstags verstorben. Mhm. Und wir wohnen halt nicht mehr in der Gemeinde, wo sie damals getauft worden ist. Und so nach dem Motto, die Schäflein gehen ja auch irgendwann mal wieder zurück in ihre Gemeinde. Und es hat sich von dieser Gemeinde kein Arsch gemeldet. Mhm. Weißt du, Thorsten, das finde ich auch misslich und traurig. Aber ist das nicht in Anbetracht des Schmerzes, dass du deine Frau verloren hast, auch egal, ob da nun jemand von der Gemeinde sich gemeldet hat oder nicht? Ich finde das auch sehr, sehr bedauerlich. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Aber steht nicht im Vordergrund der Verlust, dass du deine Frau verloren hast? Das steht im Vordergrund, auf jeden Fall. Aber man nimmt natürlich solche Sachen dann auch sehr wahr, das verstehe ich schon, ja. Aber dann erwarte ich doch von der Gemeinde, dass die Gemeinde auch ein bisschen Anteil jetzt nicht
meine Gemeinde, die ich mit am, was weiß ich meine. Das aber deine Frau, war, ihr wart doch dann aber auch nicht in dieser Gemeinde aktiv. Nee, ne? gar nicht. Ja, dann kann man es ja auch verstehen, dass dann auch nicht so Leute aus der Gemeinde kommen, die euch gar nicht kannten. Es muss ja keiner aus der Gemeinde kommen. Ne? Ich kann auch von dem Pfarrer erwarten, dass er ein bisschen sich interessiert für den Menschen, der verabschiedet wird. Oder nicht? Ja, natürlich. Schon, aber weißt du, draußen, was nutzt es, sich darüber jetzt den Kopf zu zerbrechen? Das ist vollkommen recht. Das ist so. Wie geht es dir denn heute? Es sind jetzt 4 Wochen her, dass deine Frau verstorben ist. Wie geht es dir heute? Es ist ja ganz frisch noch. Das ist frisch. Ich habe jetzt Geburtstag gehabt vor 3-4 Tagen am 10. Mai. Wir haben am 5. Mai unseren Hochzeitstag gehabt und mir persönlich geht es momentan scheiße. Schlecht. Ich bin aus der Wohnung jetzt, aus unserer gemeinsamen Wohnung, die habe ich gekündigt und bin außer mir persönlich, ich vermisse meine Frau jeden Tag ohne Ende. Ne? Und du musst mir nochmal erklären, als ich dich gerade gefragt habe, wie hast du das erlebt, als du dabei warst, als deine Frau verstorben ist? Da hast du das Wort Glück benutzt, gebraucht. Warum? Weil sie erlöst worden ist. Aha, so meinst du das. Ja. Also für sie ein Glück, dass sie nicht mehr leiden muss und keine Schmerzen mehr hat. Ja. Und dass ich ihren... Soweit haben wir uns noch miteinander besprochen, dass sie, oder unterhalten, dass sie nicht mehr ins Krankenhaus war. Mhm. Es gab im November letzten Jahres diese Diagnose, dass in der Leber Metastasen am Start sind und das war so das Ding, hey. Das finde ich auch eine sehr richtige Entscheidung, dass ihr das dann so gemacht habt, wie deine Frau das wollte. Und auch eine sehr richtige Entscheidung, dass, oder was heißt Entscheidung, ein sehr, sehr gut, dass du dabei warst und in den letzten Minuten ihr zur Seite gestanden hast. Und dann auch die Beerdigung so organisiert hast, wie sie es wollte, wenn auch jetzt da ein Schatten drauf liegt. Ja, genau. Was heißt ein Schatten drauf? Aber ich hätte mir schon ein bisschen, was heißt eine Unterstützung, aber ein bisschen mehr Anteilnahme. Verstehe. Weil die Anteilnahme bekomme ich auch aus meinem Freundeskreis, Familie und wo ich denke, dafür ist auch so ein Pfarrer am Start oder ein Pastor, wie auch immer die Begrifflichkeit dann auch ist, ne, für die Jungs, die am Start sind. Da erwarte ich mir doch ein bisschen mehr. Ja. Also wie gesagt, ich würde mich da nicht mehr so reindenken. Das ist jetzt dann Vergangenheit und da muss man seine Konsequenzen ausziehen, dass man halt da keinen Kontakt mehr sucht und das war's dann auch. Ich würde sehr gerne, Thorsten, da das ja wirklich sehr frisch ist und du da auch, das merke ich auch, sehr angeschlagen nach wie vor bist, das Gespräch hier beenden auf dem Sender. Und würde gerne, dass wir dich gleich nochmal quasi unter 2 Ohren anrufen. Ja, ist das okay? Ja, gerne. Das machen wir sehr gerne. Thorsten, ich wünsche dir sehr viel Kraft für diese sehr schwere Zeit, die jetzt vor dir liegt. Ich wünsche dir was, Domian. Alles Gute von Herzen. Danke dir für das Gespräch, ne? Sehr gerne. Tschüss, Thorsten. Tschüss. Und der Volker ist hier und Volker ist 51. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo, Volker. Folgendes Problem. Ja. Ich habe vor 3 Jahren eine ganz tolle, ganz liebe Frau kennengelernt. Ja. Und nach einer Woche hat sie mir dann gesagt, dass sie vom 4. Lebensjahr an sexuell missbraucht worden ist von ihrem Vater. Der Vater sie an andere Männer verkauft hat bis zum 16. Lebensjahr. Bis zum 6. oder 16.? 16. Bis zum 16. Lebensjahr. Du lieber Gott. Und auf die schlimmsten Art und Weise, die man sich vorstellen kann. Mit mehreren Männern und gefesselt und geknebelt worden und also grauenhaft. Dann ist er mit 4 Jahren weggelaufen im Wald für 2 Tage. Mit 4 Jahren? Mit 4 Jahren. Vor lauter Angst vor den Männern. Im Wald weggelaufen, von der Polizei gefunden worden. Weder die Polizei noch das Jugendamt hat nachgehört, warum und weswegen. Dann sofort wieder in das Elternhaus. Das war natürlich eine Zeit, ich vermute mal, wie alt ist deine Bekannte? 49. Ja, das war natürlich damals eine Zeit, wo man Augen und Ohren zugemacht hat und weggeguckt hat und nicht so wie heute sensibel auf solche Dinge guckt. Heute guckt man immer noch zu wenig, aber damals hat man überhaupt nicht geguckt. Ja, also
stimmt schon, was du sagst. Also da kann ich nachher noch was zu sagen. Mhm. Auf jeden Fall, die Familie hat 4 Kinder. Aus allen 4 Kindern ist das Gleiche passiert. Mhm. Und egal, ob das jung oder waren das 4 Mädchen oder gemischt? 4 Mädchen. Mhm. 4 Mädchen und sie hatte einen Bruder und der Bruder hat sie auch vergewaltigt. Mhm. Und mit 16 sind dann 2 Mädchen von zu Hause abgehauen, mhm, und haben dann in der Stadt, wo sie wohnen, 2 Tage auf Parkbänken, mhm, geschlafen. Mhm. Wusste sich gar nicht zu helfen und dann irgendjemand hat dann mal gesagt, sie sollen sich als Jugendamt melden, mhm, wenden. Dann hat sie schnell Arbeit gefunden und hat das dann verdrängt über Jahre. Mhm. Das kam dann vor circa 4 Jahren raus, also ein Jahr bevor wir uns kennengelernt haben, kam es bei ihr wieder hoch. So lange hatte sie es geschafft, oder was heißt geschafft, so lange hat sie es, war es nicht so in ihrem Bewusstsein. Ja, ja, genau. Mhm. So ein Eigenschutz hat es dann verdrängt. Und seitdem sieht sie jede Nacht extreme Bilder. Die sieht das ganz genau vor sich, wie das war. Was damals geschehen ist. Was damals geschehen ist. Also total realistisch weint dabei. Und also du bist mit der Frau heute noch zusammen? Ja, ich bin mit ihr zusammen, werde auch mit ihr zusammen bleiben. Seit 3 Jahren jetzt? Seit 3 Jahren. Mhm. Weil das ist eine ganz liebe, ganz tolle Frau. Also ich hatte vorher schon sehr, sehr viele Frauen gehabt, im Endeffekt zu viele Frauen. Mhm. Aber so eine Frau wie die, die ist so lieb und so toll, mit der will ich für immer zusammenbleiben. Hast du den Eindruck, dass so je mehr Zeit vergeht oder jetzt im Laufe der letzten 3 Jahre, dass es deiner Freundin, deiner Frau schlechter geht, seelisch? Dass immer mehr an Erinnerungen hochkommt? Jetzt, weil sie jetzt eine Traumatherapie angefangen hat. Ach, sie hat eine Therapie angefangen. Jetzt, nach langer Zeit hat sie einen Platz bekommen. Mhm. Und das ist natürlich hart. Weil ich habe auch schon mal eine Traumatherapie gemacht, weil mir das Gleiche auch passiert ist in der Kindheit. Aha. Ich bin auch mit 6 Jahren sexuell missbraucht worden von einem Mann. Und wusste das auch nie. Ich habe dann eine sehr lange Tiefentherapie über 6 Monate gemacht in der Klinik. Mhm. Und dann kam das so teilweise hoch. Mhm. Und von daher weiß ich, wenn diese Gespräche sind, dass das extrem reinhaut. Mhm. Das ist also sehr belastet. Mhm. Und merkst du das, färbt sich das jetzt auf eure Beziehung auch ab, dass sie die Therapie macht, dass sie sehr belastet ist durch die Therapie? Abfärben würde ich nicht sagen. Nur mich belastet es insofern, weil ich ihr unbedingt helfen will. Ich will ihr unbedingt helfen. Ich tue sie nicht drängen. Ich sage, wenn du darüber sprechen möchtest, ich habe immer ein offenes Ohr und frage, wie geht's ihr, mhm, was du darüber sprechen willst, dann sag es. Will sie sprechen? Meistens ja. Meistens aber ja. Dann tust du doch schon ganz, ganz, ganz viel. Volker, du bist da, du bist mitfühlend und du schenkst ihr ein Gesprächsangebot. Das ist doch schon ganz viel, was du tun kannst. Enorm viel. Und du gibst der Frau einen Rückhalt, den sie vielleicht so in der Form, ich weiß nicht, wie sie die letzten Jahre gelebt hat, vielleicht noch nie so erlebt hat. Ja, sie hatte in den letzten Jahren eigentlich schon von Kindheit, bis wir uns kennengelernt, sie durfte nie sagen, was sie gedacht hat. Mhm. Sie war verheiratet, wurde in der Ehe auch unterdrückt, geprügelt, misshandelt. Da haben wir es, ja. Mhm. Und ich habe ihr gesagt, sie ist eine erwachsene Frau, sie hat ganz klar das Recht, jedem zu sagen, was sie denkt. Mhm. Und ich, dass ich von ihr mir wünsche, mein größter Wunsch ist von mir an sie, dass sie mir immer ganz klar sagt, was sie denkt und was sie fühlt. Mhm. Hast du ihr das so auch formuliert, so gesagt? Ja, ja. Mhm. Genau so. Wie und ist das denn, wenn jemand so unvorstellbar erlebt hat, das können wir uns ja gar nicht vorstellen, wenn jemand vom 4. bis zum 16. Lebensjahr verkauft wurde, missbraucht wurde, das ist ja unvorstellbar grauenhaft. Wie ist das, wenn du mit einer solchen Frau zusammen bist, diese Frau liebst? Gibt es überhaupt das Thema Sexualität zwischen euch beiden? Doch, das gibt es. Das heißt, ihr habt auch Sexualität miteinander? Ja, also wir haben Sexualität. Nach einer Woche, wo wir uns kennengelernt haben, das war wie so ein Schicksal, Zusammenführung, finde ich, dass wir haben uns gesucht und gefunden. Mhm. Und nach einer Woche hatten wir das erste Mal Sex, da wusste ich das noch nicht. Mhm. Ich habe aber gemerkt, dass sie sehr ängstlich und sehr zurückhaltend schüchtern ist. Mhm.
und war sehr, sehr zärtlich aus dem Grund. Mhm. Und dann sagte sie mir, dass sie das erste Mal einen Orgasmus hatte. Und eine Woche später hat sie mir dann gesagt, das und das und das, also teilweise und immer mehr gesagt. Und sie hat auch so ein Schamgefühl und Schuldgefühl, wie die meisten. Mhm. Ja dann. Aber Volker, was für auch ein großes Kompliment an dich, dass sie dir so viel Vertrauen geschenkt hat, dass sie nach all dem Martyrium, was sie hinter sich hat und nach all diesen vielen Jahren zum ersten Mal einen Orgasmus mit dir erlebt. Das ist doch gigantisch, ist das doch eigentlich. Für ja, sie. Gut. Und für ja, dich klar. Ist es ein Entschuldigung, für dich ist es doch auch ein großes Kompliment. Ja, für mich, ich empfinde das so, für mich das Schöne, weil ich eben in der Lage war, sehr, sehr zärtlich zu leben. Genau, genau. Du hast es genau richtig gemacht. Du hast es intuitiv genau richtig gemacht. Vielleicht auch aufgrund deiner, da du selbst ein Missbrauchsopfer bist, dass du in einer ganz anderen Weise an einen Menschen herangehst, als wenn du selbst diese Erfahrung nicht gemacht hättest. Warum hast du mich angerufen, Volker? Weil folgendes, weil du bist jetzt seit über einer Woche diese Traumatherapie am machen. Mhm. Und ich merke immer, wir wohnen 140 Kilometer auseinander. Wir Ach so. Sehen uns, in der Woche sehen wir uns 3 bis 4 Tage. Ja. Doch bestens alles so. Und sie fühlt sich auch, sie hat 2 Kinder und wenn sie dann zu mir kommt, was sie meistens macht, da kann sie sich richtig erholen vom Stress zu Hause und so weiter. Und wenn ich mit ihr telefoniere jeden Tag, dann merke ich ja, wie es ihr geht nach dem Gespräch bei der Therapeutin. Mhm. Das hängt ja 2, 3, 4 Tage nach. Mhm. Und das tut mir dann so weh, dann muss ich weinen. Das, ich bin dann so tief traurig, muss weinen. Da ich auch selbst mit Depressionen und bilaterale Persönlichkeitsstörungen zu tun hat, was durch meine Kinderheit kommt. Versuch mal mir zu sagen, was der Grund des Anrufes ist. Also der Grund des Anrufes ist, wie kann ich besser mit ihr umgehen und damit es mir besser damit geht. Mhm. Wenn du dann weinst, wenn sie das erzählt, wie reagiert sie darauf? Also, du brauchst nicht zu weinen, sagt sie. Du brauchst nicht zu weinen, sagt sie. Aber für mich ist sowas, wenn sowas passiert, überhaupt, wenn man Kindern Gewalt antut, ob Missbrauch oder mit Schlägen oder was weiß ich was, das ist für mich sowas Furchtbares. Mhm. Und, kann das sein, dass jetzt durch die Konfrontation mit der Geschichte deiner Freundin dein eigener Missbrauch auch nochmal dir sehr vor Augen geführt wird? Nein, das war 99, das war eigentlich vorher, das hat damit weniger zu tun. Ich war schon immer so sehr mitfühlend. Ich hatte schon einige Freundinnen, die das Gleiche erlebt haben. Mhm. Schon vorher. Mhm. Und das hat mir jedes Mal sehr wehgetan. Nur dieser Fall ist noch viel schlimmer, weil es viel extremer war. Mhm. Weil, andererseits ist doch alles im Moment in einer guten Bahn. Ihr beiden habt euch. Sie ist in einer Therapie, in einer Traumatherapie. Das heißt, es ist auf dem Wege, dass es sich bessert, dass sie mit ihrer Vergangenheit zurechtkommen lernt, sagen wir es mal so. Dass jetzt im Moment so Phasen sind, wo alles sehr traurig ist, gehört ja vielleicht auch dazu. Aber ihr habt euch beiden ja und könnt euch ja gemeinsam da auch arrangieren mit. Und wenn du dann weinst du. Finde ich doch auch okay. Belastet dich das, dass du weinst? Dass du Nein, so traurig bist? Nee. Weinen gehört für mich zum Leben wie Lachen. Mhm. Ich schäme mich nicht fürs Weinen. Mhm. Nur diese Unheimlichkeit, ich habe dann Schmerzen, ich fühle dann ihre Schmerzen in mir mit. Weil du dich so sehr identifizierst mit ihr und alles so. Und das ist das Harte. Da würdest du gerne ein bisschen mehr Schutz für dich so haben, dass das dass das nicht so nah an dich herankommt. Oder? Damit ich besser damit umgehen kann. Wie du besser damit umgehen kannst. Mhm. Umgehen kann. Mhm. Ich will weiter wissen. Was hat sie, wie war die Sitzung bei der Therapeutin? Mhm. Hat es ihr was gebracht? Wie fühlt sie sich? Du bist aber im Moment in keiner psychologischen... Nein. Bist du nicht. Mhm. Also, das ist jetzt eine ganz, ganz gezielte Frage. Wie
kann ich mit dem Leid besser umgehen, was ich erfahre von meiner Freundin, was ihr eins angetan wurde und durch die Therapie alles aufgearbeitet wird. Da finde ich, muss jetzt eine fachpsychologische Beratung ran. Das muss meine Psychologin mit dir klären, finde ich. Das ist, ist fundierter, wenn sie dir jetzt klar sagt, was du da tun kannst. Weil ich auch schon Gewaltgedanken, extreme Gewalt von den Männern, die das ihr angetan haben. Mhm. Mhm. Der Vater ist tot, der Vater ist ermordet worden, weil er auch ein anderes Mädchen missbraucht worden ist. Dem haben sie die Kehle durchgeschnitten. Gott. Und der Mörder wurde Gott sei Dank nie gefasst. Mhm. Und hört sich vielleicht ein bisschen komisch an. Nach meiner Meinung hat der Mann die Strafe verdient. Ich kann verstehen, dass du aus deiner subjektiven Warte heraus das so siehst. Objektiv gesehen ist es natürlich nicht so in Ordnung, aber ja, das müssen wir nicht vertiefen. Und es kommt alles in dir hoch, ne? Es kommt also auch ein Hass auf die Täter. Ich verstehe. Ich möchte, dass du mit Simone jetzt sprichst, Volker, meiner Psychologin. Aber lass mich von meiner Seite aus nochmal sagen, was ich wirklich ganz toll finde, ist, dass du dich so um deine Freundin bemühst und kümmerst. Respekt, Respekt, Respekt. Und ich glaube, das ist für deine Freundin ein ganz großes Glück, dass ihr euch gefunden habt. Für dich ist es auch ein großes Glück, aber für sie ist es, glaube ich, ein ganz besonderes Glück. Ich finde das schon. Ich glaube für beide. Ich glaube auch für beide. Aber das ist schon sehr, sehr toll und sehr rührig, was du erzählt hast. Ich habe da großen Respekt vor, wenn man bei allen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, aber dass ihr da jetzt so tapfer zusammenhaltet und diesen Weg geht und ihr werdet das schaffen. Irgendwann wird das Schlimmste vorbei sein und ihr könnt euch dann auch wirklich ganz auf euch konzentrieren und eure Liebe. Mein lieber Volker, du legst bitte auf und wirst von meiner Psychologin, der Simone, zurückgerufen. Okay. Wegen der konkreten Tipps, wie du das machen könntest. Ja? Ja, okay. Besten Dank. Bitte. Alles Gute und schönen Gruß auch an deine Freunde von mir. Mach ich, danke. Tschüss. Nicole ist hier. Nicole ist 25. Guten Morgen. Hallo Nicole, um was geht's bei dir? Ja, ich rufe an, ich habe letzte Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag deine Sendung gesehen und da war ein junger Mann, der sich als Stalker geoutet hat. Und das hat mich so aufgewühlt, dass mich das seitdem nicht mehr loslässt. Und ich war echt am Kämpfen, ob ich jetzt bei euch anrufe oder nicht, weil sowas ist ja nicht so in der Öffentlichkeit einfach drüber zu sprechen. Weil mein Ex-Freund auch zum Stalker mutiert ist. Ich verstehe. Ich dachte mir schon, dass du eine persönliche Erfahrung hast. Genau, ja. Mhm. Erzähl mal, was da genau passiert ist mit deinem Ex-Freund. Ja, also wir haben uns kennengelernt im Oktober 2006. Und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen und sind dann letztendlich Ende März letzten Jahres, also Ende März 2007 zusammengekommen. Ich habe dann aber wir waren knapp 4 Monate zusammen, also keine lange Zeit. Mhm. Und ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, aus dieser anfänglichen Verliebtheit ist nichts mehr geworden. Also das Gefühl hat sich zurückgeschraubt. Ich habe sogar im Laufe dieser 4 Monate eine richtige Abneigung gegenüber ihm entwickelt. Mhm. Und habe dann eben auch die Beziehung beendet. Und dann war auch erstmal, also das war dann Ende Juli, wo ich Schluss gemacht habe, dann war auch erstmal so circa 3 Wochen bis Mitte August war dann noch Ruhe. Und dann fing das so langsam an, dass meine Schwester unter anderem ihn immer hier so in der Nähe, wo ich wohne, gesehen hat. Und was hat er gemacht? Einfach nur so rumgestanden, rumgegangen? Hier wo ich wohne, ist direkt hinterm Haus ein großer Spielplatz. Und er saß dann da auf dem Spielplatz und hat eben mein Haus beobachtet. Und oder lief halt hier ist auch direkt die Hauptstraße, da lief er dann auch immer lang. Wir sind eigentlich, haben uns kennengelernt durch meine Cousine und ihren Mann, weil der Mann von ihm, das sind Freunde und die sind befreundet und Arbeitskollegen. Und die haben mich dann überredet, dass ich doch nochmal das Gespräch mit ihm suche. Und dann habe ich mich breitschlagen lassen und dann sind wir dann Ende August habe ich mich nochmal breitschlagen lassen, dass ich nochmal mit ihm zusammengekommen bin. Mhm. Und dann, das waren aber dann nur 2 Wochen, wo ich dann wirklich gemerkt habe, ich mache mich damit total unglücklich. Ja, und habe dann nach diesen 2 Wochen, also Anfang September, dann endgültig mit ihm Schluss gemacht. Und da ging das dann erst richtig los. Was, sag mal so ein paar Beispiele, was er alles gemacht hat. Er hat also jeden Tag
stundenlang auf diesem Spielplatz gesessen, mein Küchenfenster und die Haustür beobachtet oder ist dann um das Haus herumgewandert, hat sich auf den Zaun gesetzt und mein Schlafzimmerfenster und das Kinderzimmerfenster meiner Tochter beobachtet. Der hat nur gesessen und geguckt? Der hat gesessen und geguckt, genau. Was einen ja schon wahnsinnig machen kann, ne? Genau, das ist es nämlich. Mit einer Flasche Bier in der Hand, schön. Hat er angerufen auch? Ja, er hat SMS geschrieben, er hat angerufen. Was stand in den SMS drin? In den SMS stand immer drin, Nicole, ich liebe dich, ich kann ohne dich nicht leben, ich kann nicht mehr schlafen, ich kann nicht mehr essen. Mhm. Und ja, er hat mir auch, er hat auch angerufen, er hat gedroht, dass er sich umbringt. Mhm. Er hat mir Sachen auf den Balkon geworfen, also unter anderem, als mal hier Altkleidersammlung war, hat er mir eine Tüte mit alte Oma-Klamotten hochgeworfen. Mhm. Er hat mir einen lebendigen Igel hochgeworfen, ich wohne im ersten Stock. Er hat mir rote Rosen auf den Balkon geworfen, die er zuvor irgendwo in einem Garten geklaut hat, was er hinterher auch selber zugegeben hat. Dann hat er sogar auch zugegeben, dass er sich mitten in der Nacht 4-5 Stunden hier auf dem Spielplatz sich hingesetzt hat. Was heißt zugegeben? Hast du nochmal mit ihm geredet oder hast du ihn angezeigt? Ja, ich war dann, das war ja alles im September, ich war dann im Oktober letzten Jahres bei der Kripo und habe mich da beraten lassen, weil ich wusste jetzt nicht. Er hat mir ja körperlich nichts getan und alle Leute meinten, die Polizei würde eh nichts machen. Aber der hatte mich dann gut beraten, der Mann von der Kripo, und auch mit das Gesetz, mit dem Stalking-Gesetz ausgedruckt. Mhm. Und er sagte, wenn ich den Mut hätte und beurteilen könnte, ob er mir was tut oder nicht, dann könnte ich mich ja nochmal mit ihm treffen und ihm das nochmal klar machen. Und dann habe ich das auch getan, habe nochmal ein Gespräch mit ihm gesucht, habe ihm nochmal ins Gesicht gesagt, dass er mich in Ruhe lassen soll, dass ich ihn ansonsten anzeige, und habe ihm das Gesetz auch gegeben. Und dann war erstmal, dann letztes Jahr im Oktober bis Anfang Dezember war erstmal Ruhe. Mehr oder weniger. Also er hielt sich dann nur noch auf öffentlichen Plätzen oder auf der Hauptstraße immer vor, wo er genau wusste, dass ich mich da auch aufhalte. Ich muss mal so ein klein bisschen zusammenfassen, weil unsere Zeit rennt ziemlich weg, Nicole. Ja. Hast du ihn heute los? Bist du ihn heute los? Nein, leider nicht. Was macht er heute noch? Ja, also ich hatte ihm im Januar angezeigt, Ende Januar, und er ruft zwar nicht mehr an und schickt keine SMS, und wenn es taghell ist, sehe ich ihn so hier vorm Haus auch nicht, was er natürlich im Dunkeln macht, weiß ich nicht. Aber er macht das eben ganz geschickt, gerade so wie gestern auch noch, wenn ich zu meinen Eltern gehe, da er mir dann immer auf der Hauptstraße entgegenkommt, obwohl er hier in dieser Stadt überhaupt nichts zu tun hat. Achso, er macht das ganz distanziert. Er kommt einfach nur entgegen, guckt dich an und geht weiter, oder wie? Genau. Also gestern. Er sagt nichts zu dir, er bedroht dich nicht? Gar nichts. Wenn sowas, wie, gibt es da für so etwas in dem Gesetz eine Formulierung? Ich weiß es leider nicht. Also, weil die Staatsanwaltschaft hat mir ein Schriftstück zugesandt. Die haben das Verfahren gegen ihn eingestellt, weil eben kein öffentliches Interesse besteht, weil er ja der Öffentlichkeit nichts zuleide tut. Und ich könnte höchstens im zivilrechtlichen Verfahren privat gegen ihn klagen. Aber ich weiß nicht, das ist, naja. Ich weiß nicht, er macht ja so dann, wie gesagt, nichts. Ja gut, aber das ist auch Teil von Stalking oft, dass sie eigentlich nichts machen, aber sie sind da und machen insofern eine große psychische Belastung aus für das Opfer. Ja, das auf jeden Fall. Also ich komme mir permanent beobachtet und verfolgt vor. Ich habe auch mein Leben so weit umgekrempelt, dass ich, wenn das Telefon klingelt oder Handy klingelt, mit einer unbekannten Nummer gehe ich nicht mehr dran. Ich gucke, dass ich bis nachmittags 4 Uhr zu Hause bin, weil ich weiß, er hat dann Feierabend. Furchtbar. Nirgendwo sieht. Aber so wie du ihn einschätzt, du hast nicht Angst, dass der dir was antun würde. Oder kann man das auch nicht sagen? Ich weiß es nicht. Also letztes Jahr hatte ich schon Angst, mit meiner Tochter spazieren zu gehen, weil ich dachte, er springt gleich aus dem Gebüsch und schnappt sie mir weg, um mich damit zu erpressen oder so. Oder er trinkt auch viel Alkohol. Vielleicht, Nicole, haben wir den einen oder anderen aufmerksamen Zuhörer heute Nacht, der in juristischen Sachen sehr bewandert ist, der uns vielleicht ein paar Tipps geben könnte, die wir dann gerne an dich weiterreichen. Ja. Also am besten mailt uns das bitte, domian@wdr.de, und wir würden das an Nicole weiterreichen. Vielleicht ist es für dich hilfreich. Ja, ist ja schön. Bin fast sicher, dass was Interessantes von den Zuschauern kommt für dich. Da muss ich nämlich jetzt leider Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ja. Wir rufen dich aber auch noch mal kurz an, gleich danach. Und wenn was Interessantes kommt, natürlich reichen wir es an dich weiter. Alles klar. Alles Liebe, alles Gute und hoffentlich bist du bald los, Nicole. Ja, ich hoffe. Tschüss. Dankeschön, tschüss. In der Technik heute Nacht Michael Verhöfen. Morgen 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr ins Festival. Wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine schöne Nacht.